Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, unser Kollege hier ist angekommen, wir am Hof. So, da der angekommen ist, fahren wir den schnell hinter. Es sind glaube 2000 Liter Milch noch drin im Tank, aber die können ja gerne im Tank bleiben. Ich baue dann erstmal auf die 4 mein Lager, was ich bauen wollte. Von den Ballen. Alter, muss ja hier hoch. Das ist ja den richtigen. Zack. Beziehungsweise, wir fahren jetzt auf Feld 2. Fangen da an, die Ballen zu sammeln. Okay, der ist angekommen. Dann holen wir uns halt die New Holland Presse. Ach, hier unser Ballenwickler. Komplett in Schwarz. So. Klack. Und der darf zu... Was ist denn da oben dann in der Nähe? Weil ich muss ja auf der anderen Seite starten. Schauen wir mal, was für ein Punkt da in der Nähe wäre. Halt. Ja, da wäre eigentlich hier die 50, dass wir nur die hochfahren müssen. Abfahrerfeld 50 und tschüss. 4 Minuten ist er oben. So, wir sammeln dann die Ballen schon mal ein. Oder zumindest schon mal die Strohballen. Weil den Ballenwickler, das ist ja unser eigener, da könnt ihr gleich mal sehen, was der für einen Zahn drauf hat. Ah, der ist wirklich brutal. So, ja, schön die Ballen Stück für Stück vom Feld holen. Könntest du theoretisch auch sagen, hier, CP, mach du mal. Sammeln mir die Ballen ein, das macht es komplett automatisch. Braucht man halt dann jeweils separaten Punkt vom Autodrive, dass man sagen kann, Autodrive, bitte ans Feld fahren. Zum Beispiel Feld 2 Ballen nennen. Oder ihr könnt nennen, wie ihr das wollt. Muss aber der Endpunkt oder der Punkt vom Autodrive muss auf dem Feld sein, dass er das dann erkennt. Das ist wie einiges an Stroh. Das sind wirklich einige Strohballen. Aber wenn wir das soweit haben, können wir theoretisch ja auch sagen, wir können das Feld ja schon mulchen, ne? Also das ist ja ein Vorteil dann. Wir können es mulchen. Beziehungsweise düngen. Dann mulchen. Hat jetzt schon wieder genug Ballen hier gepresst. Dass wir auf jeden Fall schon einen Anhänger voll haben. Jetzt kommen hier Quader- und Rundballen aus. Okay. Der ist auch einen separaten Punkt. Abholen, Drescher abladen. Fahren, nö. Alles gut. So. Also bis vom lieben Fat Action Ballenlager kommen, habe ich mir mal die Mühe gemacht und bin nach Ballenlager umgeschaut und habe da auch ein schönes gefunden.
Das werden wir jetzt schnell bauen. Danke. Hallen-Silos ist es, glaube ich, mit drin. Ja, da haben wir es doch. Für Stroh und Heuballen ist es zwar... So, das bauen wir dann. Ich würde sagen... So hin. Genau. Und da haben wir jetzt eine Kapazität. Eine Kapazität von jeweils 2 Millionen, glaube ich, oder 4 Millionen. Da müssen wir nochmal schnell reinschauen, was da denn genau drin steht. Das machen wir nochmal schnell. Zack. Silos. Ach, 4 Millionen. Also ich glaube 2 Millionen pro Sorte. Einfach abladen, dann sieht man schon, wie es rein verschwindet, und innen drin ist eine dynamische Plane verbaut. Und ich habe mir hier extra ein bisschen Platz gelassen, dass ich hier lang fahren kann. Hier soll dann ein Weg entstehen. Weil es gibt dann nochmal so ein Ballenlager. Das kostet ein bisschen mehr. Und das soll ja nebendran dann kommen. Genau, dass wir da einfach ein bisschen schön drumherum fahren können. Ja, das ganze Zeug mit dem Abfahren, Wege zeichnen etc., das mache ich dann irgendwann mal offscreen, weil da wollt ihr mir nicht zuschauen. Ja. Aber das mache ich dann immer erst dann, sobald der Hof fertig ist, und der Hof ist noch nicht fertig. Es fehlt noch ein Schweinegehege, also ein Schweinestall. Es fehlt noch das Ballenlager. Also es fehlt noch einiges, dass ich eben sagen kann, jo, ich mach das jetzt. So. Der Kollege ist hier angekommen. So. Wir fahren jetzt nach oben. Okay, hier steht einfach ein Auto rum. Und da sind wir mal so kackfrech und fahren einfach dran vorbei. So, dann müssen wir natürlich hier reinfahren. Ne? Ist ja ein bisschen tricky. Aber es hat auf jeden Fall geklappt. So. So, jetzt legen wir schon los mit den nächsten Ballen. Das ist hier wirklich ein Stresstest für einen PC. Zack. Das sind viele Ballen. Hier sind viele Ballen dann. Hier sind Ballen. Also Ballen über Ballen über Ballen haben wir. Und die müssen wir jetzt natürlich alle dann erstmal wegkriegen. Ja lol, wie hatten der die Ballen abgeladen? Ja, das finde ich ja echt geil. Das habe ich jetzt noch nie gesehen. So. Aber ich sorge immer schon noch dafür, dass sich die Ballenmenge hier in Grenzen hält, weil ich hier gerade das Stroh abfahre, also die Strohballen. Also es können ja nie wirklich viele Ballen. Gut, 45 werden viele Ballen sein, weil da kann ich erst anfangen wickeln, wenn der Schwader durch ist. Und dann müssen wir runterfahren, den Wickler holen und so weiter und so fort. Also hier sieht man schon, also es sind schon eine Menge Ballen. Ach, jetzt habe ich ja, hier habe ich ja die kleinen Ballen gemacht. Also die mittleren habe ich ja nicht umgestellt. Also ein bisschen blöd.
macht er 220er Ballen statt 240er, was er ja machen hätte können. Ne? Aber eigentlich wollte ich ja immer noch was ausprobieren. Nehmt euch jetzt gerade mal mit, ob das vielleicht funktioniert. Weil wenn das funktioniert, dann finde ich es richtig nice. Sehe hier 9000 Liter Ballen. Nee. So nicht. Es gibt auf jeden Fall ein Mod, wo das funktioniert. Ein Mod-Kuhstall. Aber bei meinem scheint das ja nicht zu funktionieren. Wundere mich, warum kann ich dann hier nicht. Okay, das klappt nicht. Okay, gut zu wissen. Dankeschön. Hätte ja klappen können. So. Ah, alt, was sind wir daneben? Jetzt. Oh, passt. Fast wie neu. Ja, hier unsere ganzen Gerätschaften. So. Können wir auf jeden Fall den Mulcher anhängen. Weil mit dem kleinen können wir schön gemütlich mulchen. Aber ich lasse nur den Mulcher dran. Mehr machen wir jetzt da noch nicht. Schauen wir mal, dass ich hier nochmal Ballen hinkriege. So, dass wir jetzt die Ballen alle einsammeln können. Der Chasey. Wo ist er denn? Wo ist er denn da? Der Fast Track, der fährt aktuell noch. So, pass auf, es sind ja noch drei Ballen. Nehmen wir hier natürlich die untersten drei mit. So. Fahren wir jetzt natürlich auch wieder schön in unser neues Ballenlager. Erstmal einlagern, weil wir können sie immer noch auslagern und dann verkaufen fahren, wenn der Preis stimmt. Und vor allen Dingen das Coole an dem Ballenlager ist, ich lager Quaderballen ein und kann Rundballen rausholen. Also ich kann jeden Ballentyp rausholen, den es gibt. Das ist das Coole. Also theoretisch könntest du hier die ganz kleinen Ballen raus, Quaderballen einlagern. Und kannst dann rausholen die 180er Rundballen. Zack. Und weg sind sie. Wenn wir jetzt hier reingucken, ist es schon deutlich gewachsen. Ja, es sieht halt schon komisch aus mit diesen halben Ballen, aber besser wie nix. Ich denke mal, hier hinten kann ich auf jeden Fall den Weg auf jeden Fall schon mal dann malen irgendwann. Aber nur, dass ihr auf jeden Fall wisst, es wird noch gemalt. Und zwar immer mit Fortschritt der Karte wird dann wieder gemalt. Oder irgendwann, wenn der Hof mal fertig ist. Zumindest, wenn der Schweinestall steht und der Kuhstall neu platziert ist, dann
werde ich dann anfangen, da mal die Wege so hinzumalen, so wie ich es mir vorstelle. Ja, genau. So war der Plan. Und den werde ich auch so verfolgen. Aber jetzt holen wir erstmal nochmal die paar Ballen, wo hier noch liegen. Wir haben uns, es waren jetzt schon zwei komplett volle Sammelwagen voll. Aber das ist schon Ballenmenge, ne? Also über Stroh brauchen wir uns, glaube ich, nicht beklagen bzw. Sorgen machen. So, ich kann jetzt auch natürlich hier an der Presse vorbeifahren. Da müsste ich die Ballen, wo hier eine so fertig sind, einsammeln, genau. Ist die Presse nämlich wieder leer. So. Dann können wir hier nämlich stehen bleiben. Hey, das wird noch was hier, die ganzen Ballen wickeln. Der presst hier auch schon. Schön. Er ist erst im Vorgewende. Ah ja, das wird noch was. Ich weiß jetzt nicht, warum der geblockt war. Keine Ahnung. Wahrscheinlich zu viele Ballen. Aha, da haben wir irgendeine Warnung. Okay, ja, ist halt so. Aber der fährt jetzt noch nach vorne und dann presst er auch weiter. Glaube ab jetzt, ja. Sehr gut. Der ist im Vorgewende. Alles tipptopp. Ich hätte mir auch mit dem Fendt hochfahren können und schon mal die sagt's mir, Ballen da, die Heuballen da einsammeln. Aber gut, meine Freunde, das wär's gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.